Preise kriegen sie ja sicherlich im Laufe der Jahre. Sie sind ja nun ja, durchs Fernsehen, durch die Bühne unheimlich bekannt in ganz Deutschland. Ist da nicht irgendjemand, Edith Handke? Wie ist es für Sie wirklich noch was Besonderes, so einen Preis zu bekommen? Naja, hören Sie mal, das ist mein 5. Ja. Also ich meine, das ist ja nun schon fast ein Rekord, ne? Ich warte ja schon drauf, dass er das nächste Stück fertig hat. Gut, Sie haben vorhin so schöne Worte gefunden. An dieser Stelle vielleicht an Schöneberg, das ist also meine Art, immer sehr direkt zu sein. Eine kurze Kritik, nicht sehr schön war, dass die ganzen Journalisten wieder vorne standen und das Publikum wieder nicht vorne hatte. Haben sie aber sofort wieder gerettet, gesagt haben, alle beiseite und sich dem Publikum da... Naja, das ist immer so eine zweischneidige Sache. Wir haben uns ja voriges Jahr oben auf die Bühne gestellt. Ja, das war natürlich, ja, das war insofern besser, man war 30 cm höher. Ja. Aber im Endeffekt hatten die Leute auch nichts von, denn da stand die ganze Tanzfläche voll und die, die hier saßen, haben auch nichts gesehen. Also man muss das Ding in die Hand nehmen und hier durch die Gegend wandern. Haben sie auch gemacht, ja, was sehr schön war. Was sehr schön war. Eine Sache, wie sehen Sie als Schauspielerin jetzt die, ja, die Theaterwelt in Berlin? Wie ich die Theaterwelt sehe? Na also, wenn ich von unserem Theater ausgehe, kann ich nur sagen, rosig. Wir haben die richtigen Stücke. Also ich spiele in der Tribüne. So. Und dafür hat Herr Flato auch das Stück geschrieben. Herr Flato, Sie sind ein Erfolgsautor, ja, wie es nur wenige in Deutschland eigentlich gibt. Gibt es für Sie irgendwelche Höhepunkte überhaupt noch? Ja, Höhepunkte sind immer die Premieren. Vor denen habe ich mal so furchtbare Angst. Und hinterher bin ich dann so erleichtert, wenn es gut geht. Eigentlich sind die Premieren meiner Stücke wirklich die Höhepunkte in meinem Leben. Eine furchtbar anstrengend, ich nehme mal 5 bis 6 Pfund ab und bin geisterbleich hinter der Bühne. Ich sehe es mir nie von unten an. Ich gehe mal hinter die Bühne und gucke und passe auf, ob die Menschen lachen unten, ob sie klatschen eventuell. Und wenn sie wie bei uns Bravo schreien, dann bin ich sehr glücklich. Da fällt mir was ein, ich habe ja in derselben Sendung, Sie sind jetzt in der 200. Sendung bei mir. Und da haben wir unter anderem vor Ihnen Phipps Asmussen gehabt. Der ist also in dieser Sendung mit drin, eine Stunde lang. Und da fiel mir auf, ist ja verdammt schwer, das Publikum noch zum Lachen zu bringen. Er hat also, durfte ich ja zwar nicht sagen, aber ist einfach so, war doch ziemlich schwer, die 100 Leute, die da anwesend waren, in Stimmung zu bringen. Hat sich das Publikum verändert? Da, wenn ich Sie unterbrechen darf. Wir haben mit Ottfried Lauer eine Dampferfahrt gemacht und das war am Himmelfahrtstag. Ich wusste gar nicht, dass der Phipps Asmussen da ist. Kann ich nur sagen, also so wie bei dem haben wir noch an keinem Vatertagstag gelacht, ja? Das, der war so toll, da muss es an den Leuten gelegen haben. Der Phipps Asmussen hat da bestimmt keine Schuld gehabt. Ja, na, davon konnten sich ja die Fernsehzuschauer nun eine ganze Stunde lang überzeugen, ob er gut oder schlecht ist. Aber meine Frage nochmal vielleicht an Sie. Wie ist es? Hat sich Ihr Publikum verändert in den letzten Jahren, also in den letzten Jahrzehnten? Nein, kann ich eigentlich nicht sagen. Die Berliner sind eigentlich gleich geblieben. Ja? Ich finde, die haben sich überhaupt nicht verändert. Die Politiker haben sich ein bisschen verändert, denn die sind immer weiter jetzt vom Publikum entfernt. Wenn ich zum Beispiel an unseren Kultursenator denke, ja, da muss ich sagen, wir haben ja vom Berliner Theaterclub diesen goldenen Vorhang dafür geschaffen, dass endlich mal die Schauspieler ausgezeichnet werden und geehrt werden, die fürs Publikum was bringen auf der Bühne und vom Publikum geliebt werden. Und ich freue mich natürlich, dass unsere Mitglieder, die Theaterclub-Mitglieder mitmachen, wählen. Und dass wir dann an so einem festlichen Ereignis wie heute die Publikumslieblinge mal auszeichnen können. Und ich finde es natürlich schade, dass die Politiker immer versuchen, sich bei Leuten anzubiedern, die im Endeffekt eigentlich nichts mehr mit den Leuten zu tun haben, die sie eigentlich gewählt haben. Wir haben ja alle eigentlich eine bürgerliche Regierung gewählt. Und es ist schade, dass der Kultursenator sich so weit von Volk oder von den Bürgern entfernt. Und das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Auszeichnung, dass wir dagegen wirken und die Leute auszeichnen, die für unser Publikum allabendlich spielen und dieses Publikum begeistern. Und das Wichtige ist ja, dass die Auszeichnung wirklich vom Publikum kommt. Alle anderen Auszeichnungen werden von Kritikern, irgendwelchen Gremien. Und hier muss das Publikum wählen und die wählen ihre Lieblinge. Und das stimmt. Genau. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen perplex, muss ich ehrlich sagen, ja? Ja, na sicher, war ja so direkt die Rede. Also ich habe ja auch schon, ich sag's mal bei Ihnen ist mal die Wunsch, Sie haben also so das richtige Berliner Mundwerk.
Und ich habe das also auch, dass man bei mir auch gewohnt. Aber ich bin nicht eigentlich selten gewohnt, dass jemand in so einer Position wie Herr Ottfried Lauer so direkt jetzt die Politiker anspricht. Dort macht er eher der Herr Flato, indem er das in die Satire einpackt, in Theaterstücke und irgendwo dann Politiker ein bisschen komisch aussehen lässt. Ja, das würde ich nicht einpacken in Satire. Ich mache überhaupt keine Politik. Ich möchte die Leute gern zum Lachen bringen und bin nämlich sehr glücklich, wenn sie lachen. Ja? Also ich habe früher sehr viel Kabarett gemacht und sehr viel Satire, aber ich finde, da in der Beziehung ist mir das Lachen vergangen. Wobei, ja. Gut, also ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir Rede und Antwort zu stehen. Ich muss ehrlich sagen, bin ein bisschen perplex, weil ich das jeden Tag mache. Ja, einfach für mich sehr schön. Ich freue mich schon. Ja, danke. Tschüss.